Unsere Fahrt auf den Spuren von Ärzten, die die Gefahr von Corona leugnen, führt uns als erstes nach Hannover. Am vergangenen Sonntag spricht hier Dr. Carola Jawed-Kistel auf einer Demonstration gegen die offizielle Corona-Politik. Die Ärztin sieht in dem Virus keine Gefahr, in der derzeitigen Impfung hingegen schon. Was sie den rund 400 Zuschauern erzählt, ist kaum zu glauben. Und das, was gerade draußen passiert, das ist Genozid, das ist Völkermord, das ist geplanter Völkermord. Und das läuft jetzt gerade. Das läuft überall. In jeder Stadt hier, in jedem Seniorenheim, auch wenn diese mobilen Impfteams unterwegs sind, dann möglichst noch mit Militär. Und sie werden da jetzt massenhaft krank und tot geimpft. Die Homöopathin und erklärte Impfgegnerin betreibt seit gut 20 Jahren eine Privatpraxis in Duderstadt. Seit Beginn der Pandemie tritt sie bei solchen Veranstaltungen auf. Wie begründet sie ihre abstrusen Behauptungen? Es gehe um ein Riesengeschäft der Pharmaindustrie mit der Politik. Opfer seien Ältere mit Vorerkrankungen. Die haben Bluthochdruck, die haben Diabetes, die sind übergewichtig, die haben Alzheimer, die haben sonst was. Die nehmen Medikamente, Blutverdünner und sonst was. Und alle Leute, die so etwas haben, dürften eigentlich per se gar nicht diese Impfstoffe einfach bekommen. Das ist ein Menschenversuch, das ist ein groß angelegter Menschenversuch jetzt gerade. Die Landesärztekammer Niedersachsen führt bereits ein berufsrechtliches Verfahren gegen Jawed-Kistel. Jetzt will die Standesvertretung auch diese Rede prüfen. Dass die Meinungsfreiheit vieles zulässt, zeigt ein Beispiel aus Oelsnitz in Sachsen. Über Gerlind Läger berichteten wir schon im Dezember. Bei öffentlichen Reden hat sie Corona als Grippe bagatellisiert. Der Mundschutz sei gesundheitsschädlich, sagte sie und forderte die Zuhörer auf, aufzustehen und sich zu wehren. Termin mit Erik Botendieck. Als Präsident der Sächsischen Landesärztekammer hat er seit Monaten mit Dutzenden ähnlicher Fälle zu tun. Weil sie als private Meinungsäußerung gelten, müssen solche Auftritte keine berufsrechtlichen Folgen haben. Lägers Fall liegt nun aber aus anderen Gründen bei der Staatsanwaltschaft. Als der Mund-Nasen-Schutz mit dem Judenstern verglichen worden ist, das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht haltbar, sondern das erfüllt nach unserer Sicht den Tatbestand der Volksverhetzung. Und deswegen ist dort eine Anzeige nach Strafgesetz notwendig gewesen. Botendieck betont, nur eine sehr kleine Minderheit missachte die wichtige Vorbildfunktion der Ärzte. Doch diese Gruppe sei sehr laut. Sowohl Gerlind Läger als auch Carola Jawed-Kistel stehen auf einer Unterschriftenliste, die die sofortige Einstellung der, Zitat, skurrilen Maßnahmen fordert. Die Initiative Ärzte stehen auf hat einen offenen Brief an das Bundeskanzleramt geschrieben. Rund 1000 Ärzte stehen auf dieser und ähnlichen Listen. Darunter auch Rolf Krohn, der nächste Arzt, der uns durch extreme öffentliche Auftritte aufgefallen ist. Ihm scheint es völlig egal zu sein, wer sich seinen Quotentheorien anschließt. Eine Rede in Kempten im November. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt gleich nach Hause fahrt und eure Frauen oder Männer verprügelt, ob ihr gewalttätig seid, ob ihr euch kinderpornografisches Material anschaut oder ob ihr Hitlerkreuze an die Wände malt. Das ist mir auch völlig Schnuppe. Ihr seid hier, weil wir alle gemeinsam hier für eine Sache stehen. Und das ist für unsere Freiheit und für unsere Zukunft. Schon im vergangenen März spricht der Homöopath im Zusammenhang mit Corona von einer solchen Erfindung, Panikmache und Volksverdummung. Auf dem Weg nach Kaufering in Bayern, wo der Arzt seine Praxis betreibt. Kurz zuvor hat die Polizei Rolf Krohns Räumlichkeiten durchsucht. Vorwurf, er soll Gefälligkeitsgutachten zur Maskenbefreiung ausgestellt haben. Bei Fälschungen drohen Geldstrafen oder Freiheitsentzug. Wir wollen Rolf Krohn fragen, was er zu den Vorwürfen sagt. Guten Morgen, ARD Fernsehen. Keine Kommentare, ihr könnt bitte verschwinden, sonst rufe ich sofort die Polizei. Warum, Herr Krohn? Weil ich jetzt gerade in der Sprechstunde bin und auf so einen Schmarrn keinen Bock habe. Weil ihr druckt sowieso am Ende, was ihr wollt. Nein, wir drucken ja nicht, wir sind ja Fernsehen. Ja genau, aber ich habe keine Zeit jetzt für euren Kasperltheater. Rolf Krohn beendet das Gespräch, obwohl er sonst gern öffentlich über Corona spricht. Nach unseren Recherchen hat der langjährige Impfgegner im letzten Jahr fast 30 Mal an Querdenken-Demonstrationen und Ähnlichem teilgenommen. Sehr oft als Redner. In Lindau zeigte Rolf Krohn auf der Bühne sogar den Hitlergruß. Seine bizarre Erklärung, die Maskenpflicht sei der Hitlergruß von heute.
Wir sprechen mit Karl Breu, Vorstand der zuständigen Bezirksärztekammer. Gegen Rolf Krohn führte die Standesvertretung bereits ein berufsrechtliches Verfahren wegen der Maskenbefreiungen. Seit die Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt, ruht die Prüfung. Doch Karl Breu beklagt einen grundsätzlichen Schaden für das Ansehen der Ärzteschaft und eine Verunsicherung der Patienten. Also wir haben ja jetzt erlebt, wie das medizinische Personal, das Pflegepersonal, aber auch in den Heimen und Einrichtungen das Personal an Grenzen gekommen ist, die eigentlich unvorstellbar sind. Und dann kommt Herr Krohn und leugnet Corona. Und ich glaube, das ist ein Schlag für uns alle Ärzte ins Gesicht. Es wird entgegen der wissenschaftlichen Meinung Dinge behauptet, die nur populistisch sind. Zurück nach Hannover. Auch gegen die Ärztin Carola Jawid-Kistel ermittelt zurzeit die Staatsanwaltschaft. Ebenfalls wegen Gefälligkeitsgutachten. Sie bestreitet den Vorwurf. Fazit: Ärzte, die die Gefahr von Corona leugnen, können aufgrund der Meinungsfreiheit krude Ansichten verbreiten. Aber auch nicht alles sagen. Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie sind einige von ihnen im Visier der Ermittler.